Hallo, einen schönen Tag. Mein Name ist Matthias Schweighofer und ich werde heute zu einem Zeitraffer-Video von einer Bearbeitung von mir ein paar Comments geben, dass ihr einfach auch mal seht, was ich mir dabei denke, beziehungsweise welche Werkzeuge ich verwende. Und falls was zu schnell geht, könnt ihr so jetzt mit den Infos von mir ein bisschen mehr anfangen. Wir haben hier das Bild der Mann im Wassertank, wobei dieses Bild zum Mann im Wassertank das Werbeposter dafür wird. Aus der Serie Bretter, die die Welt bedeuten, habe ich hier immer 3, 4 Bilder zu jedem Thema gemacht. Einmal ein lustiges, eines, das eher ernster ist, und eben für jedes Bild gibt es auch noch eine Art Poster, so nach dem Motto, wenn der Zirkus in der Stadt wäre, welche Attraktion bzw. wie würde er sie anpreisen, wie würde er sie den Leuten schmackhaft machen. Das ist, wie gesagt, das Werbeposter. Es wird so ein bisschen im Comic-Style gemacht. Ihr werdet es noch sehen, es hat so ein bisschen den Sin City Look, beziehungsweise kommen momentan relativ viele Filme raus, die alle in demselben Stil gemacht sind. Das heißt, die Bilder wurden eher schräg fotografiert. Beispiel ist zum Beispiel das Inception-Foto, das komplett windschief von links nach rechts gekippt ist. Auch die Schrift ist recht schief. Genauso wird es auch hier sein. Gut, zum Bildaufbau, beziehungsweise zu der Bearbeitung selber. Angefangen wird einfach, dass ich das Bild noch schiefer mache, als wie ursprünglich geplant. Mit Command-T wird hier einfach die neue Ebene, die was ich herbeigezogen habe, nochmal gedreht. Und jetzt wird auch schon angefangen, das Bild zu säubern. Mit dem Ausbesserungswerkzeug wird hier einfach das Stroh, das sehr einfach zum Säubern geht, auf den Platz gebracht, an den es auch haben möchte. Hier ist noch eine Montagestange von diesem gläsernen Sarg bzw. von diesem Wassertank, die noch weg muss. Das alles wird einfach markiert, eine Auswahl gemacht und dann mit dem Ausbesserungswerkzeug in einen Bereich gezogen, der mir besser gefällt. Das wird hier, weil schwarze Kante an weiße Kante immer relativ schwierig ist, mit dem Ausbesserungswerkzeug zu verbessern, wird hier einfach mit diesem Stempelwerkzeug ausgebessert. Kleinigkeiten im Gesicht, Pickel bzw. irgendwelche Flecken werden noch wegretuschiert. Und so wird das Bild Stück für Stück schön gesäubert. Achten Sie dabei darauf, ich bin hier jetzt auf 400%, das ist eigentlich schon sehr, sehr tief im Bild drinnen. Normalerweise muss unter 200% nicht wirklich retuschiert werden. Alles, was man auf 200% noch perfekt sieht, kann man wegmachen. Gut, die Vignettierung mache ich einfach so mit dem Auswahlwerkzeug hier. Mache ich hier eine Auswahl und gebe in die Tonwertkorrektur die passenden Werte ein, dass das Bild am Rand einfach schön abgedunkelt ist. Das, was ich jetzt ausschneide, bitte vergesst das. Ich wollte ursprünglich das Bild ausschneiden, um das Glas im Hintergrund heller zu gestalten. Da ist mir aber jetzt beim Ohr zack eingefallen, das können wir eigentlich anders machen. Auch ich brauche viele Wege, bis ich nach Rom finde. Es wurde hier jetzt eine Farbtonsättigung angewendet, die einfach die Blautöne im Bild erhöhen. Somit kann ich mir das Ausschneiden ersparen. Und drauf kommt noch eine Farbbalance, die das ganze Bild jetzt einfach mal ein bisschen stimmiger macht. Ich wollte es so ein bisschen in einem düsteren Grün-Blau-Look haben. Der Stroh im Vordergrund darf ruhig ein bisschen heller sein, also es soll so eine Tiefe durch die Farbe entwickeln. Hier wurde ein Schlüssel ausgeschnitten. Der Bleistift, den er in der Hand hält, wird durch einen Schlüssel ersetzt. Wir haben beim Shooting keinen Schlüssel gehabt, deswegen wurde hier jetzt einfach ein Schlüssel im Internet gesucht und hier eingesetzt. Ich wollte bewusst einen alten Schlüssel nehmen. Es soll ja alles so ein bisschen um die Jahrhundertwende sein. Darum dieser alte Schlüssel. Hier ist mir noch eine Schraube aufgefallen. Weg damit. Dann wird die ganze Geschichte auf Schwarz-Weiß gesetzt und mit weichem Licht ineinander kopiert. Das hat den Vorteil, dass durch die Schwarz-Weiß-Ebene die Kontraste viel verstärkt werden, aber die Farben dadurch nicht beeinflusst werden. Wenn wir jetzt eine normale Kontrastebene machen würden, würden die Farben überspitzen. Das gefällt mir so nicht, deswegen setze ich dann einfach eine Schwarz-Weiß-Ebene ineinander kopieren. Dazu kam jetzt noch ein Dutch and Burn. Das heißt, eine Ebene wurde auf 50% grau gesetzt und wird jetzt hier mit dem Nachbelichter und mit dem Abwedelungswerkzeug werden die Schatten und die Lichter definiert bzw. neu gesetzt. Man sieht ja auch, ich versuche hier jetzt gerade Adern einzubauen. Die erste war scheiße, die kommt wieder weg.
Adern sind nichts anderes als Licht und Schatten. Darum geht das hier sehr einfach. Hier teste ich mich nochmal am Sixpack, aber ich bin leider Gottes kein Schönheitschirurge. Deswegen wurde das dann auch wieder weggemacht. Das ist einfach zu extrem. Sehr fein ist, wenn man Schatten definieren möchte, indem man einfach zum Beispiel hier in der Hose die weißen Akzente nochmal intensiv zeigt. Das wirkt immer gleich sehr gut und wirkt immer viel interessanter ausgeleuchtet. So, mein Ziel war hier, ich möchte hier vermitteln, dass schon mehrere Menschen in diesem Dank ertrunken, beziehungsweise dass sie es eben nicht geschafft haben. Ich mache hier auf einer neuen Ebene mit einem Zeichenstift einfach eine Auswahl und setze die dann auf eine Domberg-Korrektur. Versuche jetzt hier noch eine Tiefe reinzubringen, als wäre es reingekratzt, aber das habe ich dann lassen. Es schaut besser aus, als hätte man das einfach mit so einem schwarzen Stift oder einer Art Stück Kohle in den Tank oben reingeritzt. Es soll nur als kleine Information dienen, die man beim Betrachten des Bildes zufällig auch entdecken kann. Es ist nicht zwingend notwendig für das Bild, deswegen wird es auch nur so klein gemacht. Jetzt habe ich eine sehr grüne Domberg-Korrektur erstellt. Mache hier gerade eine Auswahl. Ich möchte nämlich, dass das Bild so sehr viel Tiefe bekommt und durch diese Auswahl, Moment, ich muss sie noch umdrehen, dass sie nach außen wirkt. So. Durch diese Auswahl strahlt der Dank jetzt. Jetzt setzen wir das Ganze auf weiches Licht, auf den gaußschen Weichzeichner, Entschuldigung, und wir haben diese Strahlen, als wäre es, als käme von hinten so Wasserstrahlen raus. Nun wird in der Maske, man sieht es rechts, der Körper noch ausgeschnitten. Mit einem gedrückten Alt und reingeklickt sieht man dann auch, wo es überall hinwirkt. So, eine Farbbalance wird noch gesetzt, um dem Schlüssel einen gelben Schein und der Hand einen gelben Schein zu geben. Der Schlüssel soll Hoffnung vermitteln, deswegen wird er eher gelb gezeigt, der Rest eher dunkelblau. Eine nochmal 50%ige Grauebene und auf die kann man jetzt wunderbar, ich habe jetzt hier mit strahlendem Licht angefangen, vergesst es, ich wechsle dann in einen anderen Ton und zwar in habe ich hier ein weiches Licht, nein, hartes Licht habe ich gewählt. Habe ich hier noch ein Highlight reingesetzt und das kann man jetzt dadurch, dass auf 50% grau ist, noch wunderbar verschieben, vergrößern, verkleinern, wie man will. So, die Wassertropfen im Tank sind ganz einfache Pinselspitzen, die ich mir gedownloadet habe. Such da einfach mal nach Water Brushes oder Water Bubble Brushes. Und ihr werdet sehr viele Free-Downloads finden, die ihr dann so verwenden könnt wie ich hier. Ganz einfach neue Ebene, weiße Farbe und rein damit. Jetzt muss man die Deckkraft noch ein wenig ändern, beziehungsweise versuche ich hier noch mit der Ebeneneigenschaft verschiedene Farben zu erzeugen. Ich habe jetzt hier ineinander kopieren verwendet, damit die Blasen dann auch bläulich wirken, als wären sie vom blauen Licht hinten angescheint. Jetzt kommen wir dann auch schon zum Text. Beim Text ist es bei mir immer sehr schwierig. Ich tue mir sehr hart mit Schriften auszuwählen. Das ist einfach nicht so meine Liga. Ich probiere jetzt viel rum. Ich weiß, es sollte Wet Prison heißen, also das nasse Gefängnis. Und diese Schrift, die so ein bisschen Comic-Style ist, die hat mir dann eigentlich am besten gefallen. Dann teste ich mich immer rum im Ebenenstil. Welche Art von Schatten bzw. innerer Schein soll denn das Ganze haben? Das ist Geschmackssache. Ich teste mich hier einfach rum und ich muss ehrlich sagen, ich habe kein konkretes Ziel. Ich probiere einfach rum und irgendwann mal sage ich mir, ja, gefällt mir oder na, muss alles wieder weg. Die Schriften wurden natürlich alle gerastert und somit kann man sie auch wunderbar transformieren. Hier bekommt jetzt noch die Schrift der Wet Prison einen Schatten. Ich habe sie einfach kopiert. Mit der Domberg-Korrektur dann auf schwarz gesetzt. Wir haben jetzt hier noch einen leichten Schein, aber der verschwindet gleich, indem man die ganzen Ebeneneigenschaften wieder rausnimmt. Gaußscher Weichzeichner drüber und der Wet Prison hat einen Schatten. Mit gedrückter Command-Taste in die Ebene reingeklickt, markiert die Ebene und man kann wunderbar noch Schatten reinmalen, somit bekommt der ganze Schriftzug noch ein wenig Tiefe. Ich habe auch Wassertropfen reingesetzt, einfach dass das ein bisschen zum Thema passt.
Und jetzt das leidige Thema, ich wollte unbedingt Ketten, die dieses Wet Prison festhalten. Ich habe mir wiederum Ketten gedownloadet. Das ist ein Pinsel oder ein Pinselset sogar mit etlichen Ketten. Und da probiere ich jetzt einfach rum. Die passt, die kommt her. Zwei, dreimal überlagert wirkt sie recht dunkel. Und links und rechts kommt jetzt so also eine Kette hin. Diese Ketten müssen natürlich wiederum einen Schatten auf den Boden werfen. Das heißt, die Ebene wird wieder kopiert, transformiert, schön reingelegt, auf weiches Licht gesetzt und die Deckkraft ein wenig verringert. Und die Ketten wirken jetzt auch schon plastischer. Die Ketten nach oben wollte ich nicht. Jetzt kommt noch live im Zirkus Atzinger der Wet Prison, dass wir auch eine schöne Ankündigung haben. Und dieser Schlüssel wird nochmal kopiert, eine Auswahl gemacht, also zuerst mal transformiert. Dann wird eine Auswahl von diesem Schlüssel gemacht und mit dem weichen Radiergummi wird jetzt noch das Wet Prison leicht rausradiert, so als würde live in Zirkus Atzinger einen Schatten auf das Wet Prison werfen. So, das war's. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich würde sagen, eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit habe ich für das ganze Bild gebraucht. Ich hoffe, die heutige Lesson hat euch gefallen. Ihr schaut wieder mal auf meinen Blog. Mein Name ist Matthias Schweighofer und es freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.